manche WOMOs haben einen sehr hohen Einstieg, also braucht man da noch eine Zusatztreppe. Mehr dazu nach dem Intro. Zusatztreppen für ins WOMO gibt es wie Sankt am Meer. Jetzt habe ich auch diese hier gekauft bei eBay. Die sollte sage und schreibe 150 Kilo Belastung aushalten. Ich weiß ja nicht, wie der Hersteller sowas anpreisen konnte mit 150 Kilo Gewicht. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, nach dem dritten Einsatz war die Treppe durchgebogen. Ich musste sie hier einschneiden und für sie wieder gerade zu bekommen, auf beiden Seiten gut verstanden. Und unten drunter musste ich dann noch Verstärkungen schweißen, dass sie sich nicht wieder durchbog. Hat natürlich ein Heim Geld gekostet und im Grunde genommen hat man das Kind sofort nehmen und in den Müll schmeißen. Ich finde es immer wieder traurig, dass Sachen angeboten werden und wie diese Treppe hier, wie gesagt, die soll 150 Kilo Lebendgewicht aushalten. Ich schätze mal, ich wiege jetzt keine 150, sagen wir mal 110 so. Und die hält man nicht 110 Kilo aus, ohne dass die sich dann durchspiegt und ohne dass ich dann stundenlang Reparaturmuster machen mit Schweißarbeiten und so weiter und so fort. Es ist einfach nur eine Sauerei. Nebenbei ist sie noch relativ schwer. Das ist ja dann reines Eisen. Und da können wir jetzt mal gucken mit der Waage, was sowas wiegt. Wie man sehen kann, hat sie ein Gewicht von ungefähr so 4,5 Kilo, was auch schon relativ sehr schwer ist. Dann gibt es noch solche Geschichten wie die hier. Die ist allerdings auch nicht viel teurer als die erste, was jetzt sehr praktisch ist. Die vier Beine kann man einfach zusammenklappen. Und sie ist aus Alu. Vom Hersteller ist da eine Garantie drauf von 150 Kilo. Das heißt Belastbarkeit von 150 Kilo. Das steht hier. Und für den Rest ja, die üblichen Sicherheitshinweise. Zum Gewicht der Treppe. Moment. Ja, wie man sieht, so 2,650, also knapp über 2,5 Kilo. Wie schon erwähnt, die Treppe ist aus Aluminium, daher relativ sehr leicht und sehr solide. Wie man hier sieht, hat man auch unten drunter Strebungen verschweißt, dass sie sich nicht durchspiegeln soll. Und die vier Pfoten sind relativ sehr schnell ruckzuck ausgefahren. Für den Transport werden die vier Beine der Treppe einfach eingeklappt und somit ist sie für den Transport gut zu verstauen. So, nochmal im Vergleich, die beiden hier. Wie gesagt, das hier ist Blech, das hier ist Alu, verschweißt, wie es sein sollte. Und vom Preis her gehen die Beine sich nicht sehr weit aus dem Weg. Wie ich immer sage, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe mal wieder zweimal gekauft. Und ja, so ist das immer. Vielen Dank für euer Gucken. Und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.